So, meine Lieben, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Black and White 2. Ich konnte eine ganze Weile nicht aufnehmen, weil ich übel erkältet war. Ihr habt davon hoffentlich nichts gemerkt, denn ich hatte ja ein paar Folgen auf Vorrat. Aber verzeiht mir, wenn ich noch ein wenig verschnupft klinge. Doch so langsam gehen mir die Folgen aus und deswegen muss ich wieder ran. Wir hatten das letzte Mal hier einen guten Durchmarsch, soweit ich mich erinnere. Und uns blieben noch zwei Nebenquests, deren wir uns annehmen wollten. Und ich glaube, unsere Kreatur hatte hier noch ein paar Aufgaben zu erfüllen. Was? Das Spielzeug fresse ich? Oh nein. Oh, zu spät. Na, war's lecker. Ja, du sammelst oft Erzfelsen, dafür können wir dich mal loben. Unser Wolf schaut inzwischen aus wie mit per Wolf gewaschen. Haha. Ja, du kleiner Poser, du. Ach ja, da hinten rückt langsam die Bevölkerung des feindlichen Dorfes an. Was uns wahrscheinlich hier in arge Wohnungsnot bringen wird. Und auch bald mal Probleme mit Lebensmitteln bescheren wird. Wir hatten doch hier, ja, Kreatur soll Häuser bauen. Das bringt uns nochmal 10.000 Tribut. Also würde ich doch mal sagen, pflanze ich hier noch ein paar Baupläne hin und dann kann sich unsere Kreatur austoben. So, mal kurz... Oh nein, nicht hinschmeißen. Pflanzen. Ja, die Bäume kurz aus dem Weg hauen hier. Na komm, pflanz dich ein. So, und dann verlängern wir mal die Straße. Okay, da will sie nicht. So geht das doch einigermaßen. Ziehen wir einfach hier rum. So, und dann Abmarsch. So, und ein paar normale. Das war, glaube ich, alles Landhaus, oder? Ja, das waren Landhäuser. Aber eine normale Villa tut's ja auch, ne? Man muss ja nicht gleich mit einem Landhaus protzen. Eine kleine, bescheidene Villa tut's doch auch. So, dahin. Und... Na, komm. Put. Wo geht's denn? Wo geht's denn? Da geht's. Dahin und noch ein Landhaus dazwischen. Na komm. Ja, die sind da nicht unbedingt glücklich, weil wer möchte schon neben Villenproleten wohnen? Da werden sie unglücklich wegen der Waffenkammer. Wir machen unseren Wolf mal kurz zum Baumeister. Ja, du kannst ja rumbauen. Und da hat sie was zu tun. Dann widmen wir uns doch mal einer der Nebenaufgaben. Oh, da kommt langsam das andere Dorf angewackelt. Okay. Die sind gleich da. Ich suche noch mehr Bauplatz. Die Mauern brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich reiße sie trotzdem nicht ab, weil ich kann mir denken, dass unsere Bürgerlein dann wieder nach Schutz verlangen. Obwohl wir keinen Feind mehr in der Gegend haben. Was schreien die? Leben. Also das Letzte, was ihr hier braucht, ist, glaube ich, mehr Nachwuchs. So, das federt zwar bestimmt nicht alles ab, aber es reicht vorerst. Ah ja, da sind sie ja schon. Was ein Schwung. Ich schnapp mir gleich mal eine ganze Reihe voll. 30, 40, so. Und die knallen wir direkt mal auf die Felder.
Bekehrte Bauern. Und hier noch ein paar. Bekehrte Bauern. Und ein paar Veredler. Bekehrte Veredler. Sehr schön. Und noch mehr Bauern. Bekehrte Bauern. War hier irgendwo noch ein Feld? Nee, okay, dann sollten wir langsam vielleicht noch ein Feld. Brüter will ich nicht. Ich setz euch alle mal wieder ab hier. Da habe ich mir echt zu viel geschnappt. Ihr wollt Häuser, ja, ich weiß, aber ein Feld wäre mir irgendwie wichtiger. Ja, da können wir überhaupt keins platzieren. Da ist der Boden total unfruchtbar. Da ginge noch was. An der Waffenkammer möchte sowieso niemand wohnen. So, warum nicht? Dann schnappe ich mir doch mal ein paar Menschen, wenn ich denn noch welche finde. Da sind doch noch einige, die nichts zu tun haben. Sehr schön. Und ab aufs Feld mit euch. Bekehrte Bauern. Bekehrte Bauern. Warum ich auch jetzt immer die Leine in der Hand habe? Was hast du denn, Kreatur? Ach, du schleppst Holz rum. Und du bist nicht sehr glücklich. Jetzt ist sie wieder einigermaßen happy. So, ich mach dich mal hier fest, da kannst du dich austoben. Ach ja, der freie Wille ist noch gut in Ordnung. Und wir sehen auch die Gesinnung, sie ist ziemlich gut. Ja, verrät auch ihr strahlend weißes Fell. Okay, aber jetzt habe ich wirklich lange genug mich hier mit den Krimskrams aufgehalten. Wir schauen mal nach unseren Nebenquests. Waren die nicht hier? Na, Nebenquest, hallo? Also da sehe ich eine, aber hier rechts war doch auch irgendwo noch eine. Na? Ist die etwa verschwunden? Das wäre jetzt doof, wenn wir die nicht mehr machen könnten, weil wir hier schon gewonnen haben. Ha. Wo war denn die Quest? War die hier? Ne, die war irgendwo. Die war doch hier, genau. Hier möchte ich nachts nicht alleine sein. Okay, hier war die Quest, aber die Rolle ist verschwunden. Oder geht das nur nachts? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das behalten wir mal im Auge. Dann machen wir zuerst mal die andere hier. So, schauen wir doch mal. Was haben wir da? Eine kleine Hütte, ganz allein. Na, dann schauen wir doch mal. Klick, klick. Hilfe! Wir müssen unser Gebräu fertigstellen. Wirf das Fass zu meinem Bruder, damit er seine Zutat hineinwerfen kann. Danach muss es zu meinem anderen Bruder auf der Nachbarinsel. Jeder Bruder muss seine Zutat hinzufügen. Getränke wollen wir brauen am Wasser hier im Sand. Willst du helfen, wirf sie rüber zu meinem Bruder ins Nachbarland. Okay, die singen uns eins. Ja, das ist eine Wurfquest. Und da wir hier schon die ganze Insel unter unserer Fuchtel haben, dürfte das, glaube ich, relativ einfach sein. Wir können das einfach da hinten absetzen. Denn mit Werfen ist das wirklich Glückssache. Ja.
das Gebräu, es wird schon dicker, mein Bruder braucht so sehr. Komm, wirfest du ihn rüber, dann hat er keine Schmerzen mehr. Das Gesinge ist übrigens eine schöne Anleihe aus an eine Quest aus Teil 1. Da sangen uns auch irgendwelche Bootsbauer ein fröhlich Liedchen und wollten mit allerlei Sachen versorgt werden, bevor sie auf große Fahrt gingen. Okay, also das ist wirklich eine Herausforderung, wenn man das werfen will. Und ich glaube, man hat nur 2 oder 3 Versuche, da muss man nochmal von vorne. Solche Quests gibt's öfters. Aber zum Glück können wir es uns ja ein bisschen leichter machen. Knickknack. Ja. Ja, was für Skills? Schmeckt gut und ist schön stark, genau wie ich es mag. Bitte wirf zu meinem Bruder, so doll wie du nur kannst. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten, über den Berg. Also das ist wurftechnisch wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, da hättet ihr mich grandios scheitern sehen. Ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir einige Mini-Quests bestimmt nicht lösen werden. Ganz einfach, weil ich zu unfähig dafür bin. So. Wunderbar. Ja, das geht. Da kann ich ja mogeln. Lobe den Herrn, das Gebräu ist fertig. Zum Wohl, Jungs, aber zunächst ein Tribut für unseren Herrn. Gut gemacht, ihr habt es geschafft. Ja, da freuen sich die Alki-Opas. 20.000 Tribut, ja, das ist doch fein. Unsere Kreatur ist da unten wahrscheinlich am Verzweifeln, weil wir sie ja irgendwo festgebunden haben. Irgendwo an der A3 ausgesetzt. Ach, sie ratzt sich ein, okay. Wir geben ihr mal wieder ihren freien Willen. Tja, 12 Häuser müsste sie doch eigentlich inzwischen fast mal gebaut haben. Kreatur baut Häuser. 5 von 12. Okay, okay. Dann pflanzen wir halt noch irgendwo ein paar Baupläne auf und dann soll sie noch mal ran. Wir könnten ja... Ist das da unten Bauland? Das sieht ziemlich grün und fruchtbar aus. Unsere Straßen wollen nicht so. Jetzt geht's. So. Das ist, ja, das ist ganz schönes Bauland. Bringt zumindest noch etwas an extra Eindruck. Hier weniger. Hier sehr viel weniger. Ja, es gibt auch Flächen, wo die Leute überhaupt nicht gerne wohnen. Darauf sollte man achten, besonders wenn es Minus gibt. Das ist natürlich kontraproduktiv. Aber da unten ist schön. So. Auch wenn ihnen die Nachbarn nicht gefallen, da müssen sie durch. So. Noch ein Wegchen raus. Wir nehmen, was geht. Offensichtlich geht nichts mehr. Okay, hier geht's noch. Aber das war's. Ja, schade. Dann reißen wir den Rest der Straße ab. Ich verliere mich hier im Klein-Klein. Unsere Kreatur ist wieder munter und spielt.
das Spielzeug ist auch wieder vom Himmel gefallen. Das hat sie ja neulich gefressen. Jetzt ist es wieder da. Also sie kriegt es nicht kaputt. Es ist immer ein Teddy da. Ja, du bist ein großes Kind. Genauso schaust du aus. Okay. Tja, ich fürchte fast, wir bekommen keine 12 Häuser mehr zusammen, die sie bauen kann. Ich schau mal, wie viele hier noch hinpassen. Okay, da habe ich die Straße scheibenkleistermäßig gezogen. So, Kreatur, komm mal hierher und baue. Ja, dieses Gebäude errichte ich jetzt. Das kannst du gerne tun. Haben wir denn die sonstigen Aufgaben hier schon so abgehakt? Bekehre Gläubige, okay. 10 Stück, das können wir gerne machen. Das kostet uns nichts. Und da rennen sowieso schon genug rum. Das heißt, wir schnappen uns einfach die alle und machen sie direkt hauptberuflich zu Gläubigen. Bekehrte Gläubige. Sehr schön. Bekehrte Gläubige. 5000 Tribut. Baue 10 Gebäude in einem beeindruckenden Gebiet. Ja, da gab es ja letztes Mal schon das Rumgerätsel von mir, was nun als beeindruckendes Gebiet zählt. Also plus 50 Bonuseindruck oder plus 100 Bonuseindruck, da weiß ich nicht wirklich, was gemeint ist. Und wir haben jetzt so viele Gebäude platziert, da müssten doch eigentlich schon rein aus Glückssache irgendwie 10 dabei sein, die in einem beeindruckenden Gebiet stehen. Naja. Die Kreatur sammelt einen Rohstoff. Was für ein Rohstoff? Nahrung. Okay. Da muss ich auch noch ein bisschen machen. Dann haben wir die 3000 voll und bekommen 3000 Tribut. Holze das Land ab. 30.000 Tribut, ja schön. Allerdings, hier hat es so viel Bäume. Das möchte ich euch nun wirklich nicht antun. Und unsere Kreatur ist immer noch fleißig am Bauen. Schön. Ich schalte mal auf Nacht, würde ich sagen. Und schau mal, ob dann wirklich diese Quest da oben wiederkommt. Ja, sie ist erschienen. Okay, dann schauen wir doch mal.